Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Ja, das Leben auf dem Planeten Erde, das ist eben was ganz Besonderes. Und davon handeln ja jetzt die Folgen von Omega Centauri, was das Leben auf dem Planeten Erde eigentlich so angestellt hat. Und es ist schon ganz gut rekonstruierbar, wie Lebewesen im Laufe der Zeit die Oberfläche des Planeten verändert haben, vor allen Dingen durch eine Reaktion, die alle gut kennen und die, wie ich schon mal gesagt habe, wahrscheinlich die wichtigste chemische Reaktion des Universums ist, nämlich die Photosynthese. Die Photosynthese ist die Verwendung des Sonnenlichts als Energiequelle. Und das ist ja nun mal die Energiequelle schlechthin, denn sie setzt in ihrer Sauerstoffvariante eben Sauerstoff frei. Und Sauerstoff als Atmungsstoff ist ja der Stoff, der die Vielfalt und Aktivität der Biosphäre um unglaublich viele Größenordnungen erhöht hat. Ist ja fantastisch. Also wenn man sich mal anschaut, praktisch die Produktivität der Biosphäre, die Erde ist entstanden, es gab noch keine Biosphäre, dann entsteht das Leben vor 3,8 Milliarden Jahren und die Biosphäre ist die ganze Zeit mehr oder weniger da und die Einwirkungen oder Auswirkungen auf den Planeten insgesamt sind relativ moderat. Warum? Weil die Energieumsetzungsprozesse, die Stoffwechselprodukte der Lebewesen kaum in Erscheinung treten. Das ist so gut wie, als wenn der Planet ist zwar bewohnt von Einzellern, aber die machen irgendwie nicht viel. Die Effizienz ihrer Stoffwechselprodukte oder die Effizienz ihrer Stoffwechselprozesse und damit auch das Ausscheiden von Stoffwechselprodukten, ja, aber ist noch kein Bringer. Und dann, wie ein Hammer, taucht auf einmal die Photosynthese auf. Und schlagartig ändert sich die Produktivität der Biosphäre. Und zwar in ganz besonderer Weise nach dem großen Oxidationsevent rund 2,4 Milliarden Jahren nach dem Beginn der Erdgeschichte geht's los. Das heißt, die Atmosphäre wird sauerstoffreicher. Das kann man an vielen verschiedenen Mineralien erkennen, die danach nicht mehr an der Oberfläche erscheinen, weil sie in einer sauerstoffreicheren Atmosphäre einfach nicht mehr sich bilden können. Die Oxide übernehmen zunehmend die Rolle der Sulfide, weil einfach der Sauerstoff jetzt alles durchoxidiert, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und ich hatte das letzte Mal schon angesprochen, da gibt es ein Phänomen, das sollte uns sehr Gedanken machen, nämlich zu verstehen, wenn die Erde aufgrund der schwachen Sonne, also der leuchtschwächeren Sonne, am Anfang unbedingt auf einen starken Treibhauseffekt angewiesen war, um die Oberflächentemperatur entsprechend hochzuhalten, nämlich einen Treibhauseffekt, der durch sehr viel Methan, durch viel Kohlendioxid und viel Wasserdampf in der Atmosphäre entstanden ist und sich da gebildet hat. Was passiert denn jetzt, wenn auf einmal durch die Aktivitäten dieser Cyanobakterien mehr und mehr Sauerstoff in die Atmosphäre kommt? Und zwar vor allen Dingen dann kommt, wenn sozusagen chemisch alles abgeräumt ist, was irgendwie an Verwitterungsprozessen an der Oberfläche stattfinden kann. Denn vorher war der Sauerstoff einfach nur dazu da, Eisen zu oxidieren, wenn man das mal so abhaken will. Was passiert denn jetzt, wenn immer mehr Sauerstoff in die Atmosphäre kommt? Ja, dann verschwindet das Methan. Ja, aus Methan wird, also CH4 wird CO2. Ganz einfach, ja. Und das Kohlendioxid ist eben ein viel schwächeres Treibhausgas. Und jetzt ahnt man vielleicht schon, was passiert. Genau, es wird die Erde verkletschern. Also der Sauerstoffgehalt der Erde geht hoch, noch lange nicht auf die Werte, die wir heute haben, 21%. Aber damals gab es vielleicht 0,1% von der Menge an Sauerstoff, die wir heute in der Atmosphäre haben. Aber das hat ausgereicht, um den Treibhauseffekt auf der Erde nennenswert zu stören, nennenswert zu verringern. Und was passiert dann? Wenn der Treibhauseffekt schwächer wird, dann wird die Erde vereisen. Es wird kalt auf der Erde. Ja, wenn der Treibhauseffekt beginnt, also Sie wissen gar nicht, was der Treibhauseffekt ist? Also muss ich das vielleicht doch nochmal erklären. Also, wenn man die Frage stellt, was bestimmt denn die Temperatur der Atmosphäre? Die Sonne oder die Erdoberfläche? Dann gibt es viele Leute, die immer wieder sagen, natürlich die Sonne, so klar. Was soll denn sonst? Antwort ist aber falsch. Es ist nämlich folgendermaßen, das sichtbare Licht der Sonne durchkreuzt die Atmosphäre ja einfach so. Genau. Es sind ein paar Wolken dabei. Das heißt, es gibt einen Teil der Sonnenstrahlung, wird durch die Oberfläche der Erde reflektiert, entweder durch die Wolken oder durch weiße Oberflächen. Aber der andere Teil, der geht einfach durch. Das heißt,
das sichtbare Licht der Sonne hat so gut wie gar keine Wechselwirkung mit der Luft. Ganz anders mit dem Erdboden. Das sichtbare Licht der Sonne kommt nämlich nicht durch den Erdboden durch, wärmt ihn also auf. Also das heißt, die Energie des Lichtes wird umgesetzt in Temperatur hier auf der Erde und dadurch, dass die Erde eine bestimmte Temperatur hat, strahlt sie eben Wärmestrahlung ans Universum zurück. Soweit klar? Soweit klar. Ja? Das heißt also, aus dem sichtbaren Licht der Sonne mit einer bestimmten Energie wird die Wärmestrahlung der Erde. Und diese Wärmestrahlung, die wird jetzt eben von der Atmosphäre nicht einfach so durchgelassen, sondern wird von der Atmosphäre in Teilen absorbiert. Und ein Teil von der Energie, die da absorbiert worden ist, die wird ans Universum abgegeben. Das können wir von außen beobachten. Das ist die Infrarotstrahlung der Erde, kann man prima beobachten. Aber der andere Teil, der wird wieder auf die Erdoberfläche geworfen. Und so bildet sich also zwischen Sonne, Erdoberfläche und Atmosphäre insgesamt ein Effekt aus, der im Strahlungsgleichgewicht eben jetzt ein 15 Grad plus bedeutet. Ich habe es vielleicht schon mal gesagt, ich sage es aber an der Stelle nochmal, wäre die Atmosphäre nicht da, hätte die Erdoberfläche eine Temperatur im Strahlungsgleichgewicht mit der Sonne, die ja 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, von minus 18 Grad. Das heißt also, die Temperatur der Atmosphäre wird bestimmt durch die Erdoberfläche. Genau. Und das liegt daran, weil die Moleküle, nämlich nicht die symmetrische Moleküle sind symmetrisch. Genau. Das heißt also O2, zweimal Sauerstoff. Symmetrisches Molekül nimmt keine Infrarotstrahlung auf. Stickstoff, N2, also zwei Stickstoffatome, nimmt auch keine auf. Ganz anders, die Moleküle, die gewinkelt sind, die schwingen können und rotieren, die können die Wärmestrahlung von unten absorbieren. Die haben ein sogenanntes Dipolmoment, teilweise nur vorübergehend oder auch ständig, aber die können tatsächlich enorme Mengen an Wärmestrahlung aufnehmen, sie in dem Molekül speichern und es dann wieder abgeben. Das ist der Effekt, der dazu führt, dass die Wärmestrahlung von der Erde in Teilen von der Atmosphäre aufgenommen wird und die Temperatur der Atmosphäre damit bestimmt. Das erklärt übrigens auch, weshalb wir in den Höhen, in denen wir zum Beispiel interkontinental fliegen, Temperaturen von minus 50 Grad haben. Ja, sonst würde man ja denken, mein Gott, ich komme doch der Sonne immer näher, wenn ich da oben bin, müsste es eigentlich wärmer werden. Naja. In Wirklichkeit ist man dann eben entfernt von der Herdplatte, in Anführungsstrichen, die tatsächlich für die atmosphärische Temperatur zuständig ist. Und jetzt ahnt man da natürlich schon, was da früher passiert ist. Dadurch, dass der Treibhauseffekt der Atmosphäre so nachgelassen hat, weil der Sauerstoff vor 2,3, 2,4 Milliarden Jahren auf einmal in der Atmosphäre erschien, brach der Treibhauseffekt zusammen, es wurde kälter auf der Erde. Und jetzt passieren ganz merkwürdige Dinge, je nachdem, wie die Lage der Kontinental-, also der Lithosphärenplatten ist, die Lage der Kontinente, kann es jetzt katastrophal werden. Denn dadurch, dass es kälter wird, werden alle wässrigen Oberflächen auf dem Planeten eher weiß sein. Weiße Oberflächen reflektieren aber das Licht. Das heißt, der Kühleffekt wird noch verstärkt dadurch, dass eben die weißen Oberflächen das sichtbare Licht der Sonne reflektieren, anstatt es auf die Erde zu lassen und ihr damit wieder eine höhere Temperatur zu geben. So. Das heißt also, da passieren Lawineneffekte, genau die, sagen wir mal, die gleichen, die wir heute besprechen, wenn wir über den Treibhauseffekt sprechen, die Kipppunkte. Wenn es einmal so in die eine Richtung gegangen ist, dann wird es eben tatsächlich kälter. Und so sehen wir heute in den Sedimenten unseres Planeten, dass es eine Phase gegeben hat, in der die Erde nennenswert, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach, nennenswert vergletschert war. Snowball Earth nennt man das. Das erkennt man daran, dass in verschiedenen Sedimenten große Steine zum Beispiel offensichtlich von sehr, sehr großen Gletschermassen bewegt worden sind. Und auf diese Weise können wir heute über das wunderschöne deutsche Wort gekritztes Geschiebe verfügen. Und das gekritzte Geschiebe kann einem sagen, dass, ja, Josef lacht, ich finde es großartig, gekritztes Geschiebe, so heißt, ich kann es nicht ändern, es heißt so, das könnte ich jetzt 100 Mal sagen, gekritztes Geschiebe, nämlich das zeigt, dass also über den Steinoberflächen praktisch andere Steine geschoben worden sind, und zwar von Gletschern. Über dieses gekritzte Geschiebe und viele andere Hinweise wissen wir, es gab mehrere Snowball-Earth-Phasen, aber diese allererste, die war natürlich ganz besonders dramatisch, denn dadurch, dass es so kalt geworden ist, stirbt was ab? Genau. Die Biosphäre. Die braucht natürlich eine bestimmte Temperatur. Und so kann man heute mit Fug und Recht sagen, es gab also diesen Great Oxidation Event,
dann blieb der Sauerstoff irgendwie einen Moment oben und dann stürzte der Sauerstoff wieder ab nach unten. Es war fast überhaupt kein Sauerstoff mehr in der Biosphäre, in der Atmosphäre zu finden, weil nämlich die Biosphäre einfach keinen Sauerstoff mehr produzierte. Und dadurch, dass der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre wieder runterging, ging auch der Treibhauseffekt allmählich wieder hoch. Warum? Wegen der Tektonik. Ja, die haben wir ganz vergessen. Die ganze Zeit ist ja die Erde im Innern am Kochen. Das heißt, die Bewegungen der tektonischen, die tektonischen Bewegungen der Lithosphärenplatten, angetrieben von dem heißen Erdkern, bewegt sich ja der Mantel, und der Mantel letzten Endes treibt dann praktisch die Bewegung der Lithosphärenplatten oben an. Dadurch gibt es vulkanische Aktivität, es treten mehr Gase aus dem Erdkörper aus, der Treibhauseffekt beginnt wieder zu wirken und allmählich steigt die Temperatur und die Biosphäre kann von nun an immer weiter und weiter wirksam sein. Und was jetzt kommt, quasi so um die 2 Milliarden Jahre, wenn man so will, das heißt in der Literatur The Boring Billion. Also die langweilige Milliarde. Ja, das passiert nämlich nichts. Also es passiert schon was, das Leben bleibt am Leben. Es tut sich aber, es gibt aber keine neuen Modelle gewissermaßen. Es ist also nicht so, dass jetzt neben den Einzellern jetzt auf einmal noch ein paar komplexere Lebewesen erscheinen oder sowas. Nix. Die Einzeller machen halt das, was Einzeller so machen. Sie vermehren sich und sie machen auch Photosynthese, alles gut. Und es gibt, kommt auch immer mehr und mehr Sauerstoff ins Spiel, aber das war's. Wenn man also sich nochmal so überlegt, die Energieexpansion der Evolution, am Anfang wird relativ schnell werden die Nährstoffe verbraucht, die in dem Ozean sind. Also das heißt, die chemische, die geochemische Energie, die wird verbraucht. Es bildet sich die erste Reaktion, die Photosynthese aus, in der noch gar kein Sauerstoff entsteht, sondern vor allen Dingen Schwefel freigesetzt wird, ist aber nicht so effizient. Dann kommt es zur Photosynthese, also die nächste Stufe, sowas. Ja, aber ansonsten passiert da nichts. Ich kann ja schon mal verraten, die nächsten Stufen, die es dann gibt in der Evolution als energieexpandierende, die laufen darauf hinaus, dass ein Tier ein anderes frisst. Also das läuft ungefähr so, da gibt es also Lebewesen, die nutzen die Sonnenenergie für sich. Und irgendwann wird im Laufe dieser Boring Billion werden die ersten Lebewesen auftauchen, die die gespeicherte Sonnenenergie, die in diesen Lebewesen drin ist, auffressen. Also man könnte sagen, aha, hier wird jetzt also von nun an werden die Lebensteile, die die Sonnenenergie in sich speichern können, als Energiespeicher verwendet für andere Lebewesen. Das läuft darauf hinaus. Das geht dann so weit, dass die Pflanzen gefuttert werden und dann werden die gefuttert, die die Pflanzen futtern. Das sind ja die Fleischfresser. So, das heißt also, wir haben verschiedene Stufen der evolutionären Energienutzung. Ist das klar? Also worum es hier geht, das ist eine Energiekette, die nur davon lebt, dass in 150 Millionen Kilometer Entfernung dieser Fusionsreaktor ist, über den sich natürlich herrlich astronomisch erreden lässt und so weiter, ganz großartig. Aber die Strahlung kommt hier auf der Erde an und diese Strahlung wird von Teilen der Zellen, zum Beispiel den Chloroplasten, dann verwendet, um eine bestimmte Reaktion zu vollziehen, die man Photosynthese nennt. Dabei werden Zuckermoleküle aufgebaut, das ist ganz wichtig für diese Lebewesen. Dann wird aber dabei ein Gas frei, nämlich Sauerstoff. Und daraus wird alles. Die Atmung beginnt immer mehr und mehr Lebewesen zu durchdringen. Es wird eine völlig neue Art von Biologie möglich. Und trotzdem hat man danach 1 Milliarde Jahre, in denen nichts passiert. Und an dieser Stelle muss ich auf diese Langeweile sozusagen kosmisch mal eingehen. Was bedeutet das, wenn auf dem Planeten Erde, der einzige Planet, den wir bis heute kennen, auf dem es Leben gibt, dass der eine Phase hatte, von 1 Milliarde Jahren, in denen lebensentwicklungsmäßig offenbar überhaupt nichts passiert ist. Obwohl doch natürlich die evolutionären Bedingungen sich verändert haben müssen. Also wenn Evolution eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Also Angebot ist das, was an Lebensformen da ist. Nachfrage ist sozusagen der Anpassungsstress an die Umweltbedingungen. Wenn das auch in dieser Milliarde Jahre passiert ist, dann könnte man doch denken, da muss ja mehr passieren als immer nur ein Einzeller. Meine Güte, wo sind denn die komplexen Lebewesen, die also mal kreuchen, fleuchen und so weiter? Ja, die kommen erst viel später. Wenn das aber so ist, dass also die Entwicklung von Einzellern auf einem Planeten über 1 Milliarde, man muss sich das mal vorstellen, 1 Milliarde Jahre, wir können uns ja 1000 Jahre kaum vorstellen,
Aber 1000 mal 1000 ist dann eine Million und davon nochmal 1000, das ist eine Million. Das ist eine unglaubliche Menge von Zeit. Und nichts ist passiert, nichts, gar nichts. Was heißt denn das dann? Was heißt denn das für die Frage nach Leben auf anderen Planeten? Wenn auf unserem Planeten, wo offenbar die Bedingungen in vielerlei Hinsicht ja perfekt waren für die Entwicklung von Leben, dass es da so eine Phase gab, in der nichts passiert. Es hätte ja auch 2 Milliarden Jahre sein können, oder 3 oder 4 oder vielleicht. Also wenn das Leben sich sozusagen selbst genug war, wenn es eben nicht immer sich weiterentwickelt und ganz neue Formen, eine unglaubliche Vielfalt produziert. Was heißt denn das? Das heißt doch, dass es durchaus sein kann, dass auf sehr vielen Planeten in der Milchstraße, überall im Universum, Einzeller entstehen können. Und das ist aber auch alles. Mehr passiert nicht. Weil für die Entwicklung von komplexeren Lebewesen müssen offenbar noch ganz andere Bedingungen herrschen, damit aus Einzellern Mehrzeller werden und nicht nur einfach Mehrzeller werden, sondern auch Mehrzeller in dem Sinne, dass die sich mit einem gewissen Schutzmantel umgeben und dass sie nicht mehr immer wieder sich von Wasser auflösen lassen, sondern dass sie irgendwie geschützt sind, nicht nur vor den Lösungsmitteln, die um sie herum sind, sondern auch vor vielen anderen Gefahren. Also Frage, welche Art von Zellen denn da notwendig sind, also Kalkschalen, wie es ja auf der Erde nachher sein wird. Haben wir diese Kalkschalen nur eine Veränderung der Chemie im Meerwasser zu verdanken oder ist das eine fundamentale Änderung, die auf jedem Planeten stattfindet? Es könnte aber auch sein, dass es eben nicht so ist, dass die Erde der Normalfall ist. Ja, wir müssen ja bei der Frage, sind wir allein im Universum, uns zum Beispiel schon eine Position ausdenken, mit der wir diese Forschung beginnen. Sagen wir von vornherein, die Erde sei ein Spezialfall, dann wird es schwierig, von der Erde etwas darüber zu lernen, wie sich Leben im Universum entwickelt. Also nehmen wir doch lieber sozusagen die mittlere Position an und sagen, die Erde ist der kosmische Normalfall. Also wenn du wissen willst, wie sich Leben im Universum entwickelt, dann nimmst du das Leben auf der Erde und guckst dir mal an, wie sich da entwickelt hat. So. Aber da gibt es dann diese Phasen von The Boring Billion. Hacke, wenn das so lange dauert, dann müssen wir ja uns ganz genau überlegen, was ist denn eine Milliarde Jahre? Naja, also die Entwicklungszeit eines Sterns wie die Sonne, die wird in Milliarden Jahren gerechnet. Jetzt machen wir mal kurz, also mal unter uns, machen wir mal so interne Astrophysik. Gibt ja da so verschiedene Tricks. Wie kann man denn überhaupt theoretische Astrophysik machen? Eine davon ist ja, mit Größenordnungen zu arbeiten. Also in der Astronomie ist man schon froh, wenn man eine Berechnung macht und man kriegt die richtige Größenordnung raus. Also das heißt, wenn dann 10 hoch 14 rauskommen soll und man kriegt 10 hoch 14 raus, ist man schon froh. Ob es 3 mal 10 hoch 14 sind oder 5 mal 10 hoch 14, das interessiert einen dann nicht mehr so. Und so könnte man sagen, eine charakteristische Zeitskala für einen Stern wie die Sonne ist 1 Milliarde Jahre. Da wird man vielleicht sagen bei der Sonne, naja Gott, die wird 10 Milliarden Jahre alt werden oder ein bisschen mehr. Also 1 Milliarde Jahre, das ist schon mal eine Einheit, das macht in der Sonne schon was aus. Und dann sehen wir, dass in der Erdgeschichte es vom Beginn der Lebensentwicklung, also sagen wir mal, das war vor 4 Milliarden Jahren, bis hin zu den Lebewesen, die dann ein bisschen komplexer werden, 3 Milliarden Jahre vergehen müssen, ja sogar 4 unter Umständen. Lass mich in Ruhe, das ist ja vergleichbar mit dem Alter der Sonne. Es könnte also sein, dass selbst für so einen Stern wie die Sonne, die ja das perfekte Licht offenbar hat, um auf einem Planeten dann solche Temperaturen in dem richtigen Abstand, solche Temperaturen zu erzeugen, dass Kohlenstoffmoleküle sich so zu so einer Stoffwechselmaschine entwickeln können, wie wir es aus der Erdgeschichte kennen, also als Einzeller und so weiter, dass selbst das ein verdammter Zufall ist. Denn normalerweise dauert die Entwicklung von Lebewesen auf dem Planeten so lange, da musst du schon ganz andere Sterne haben. Davon haben wir genug, keine Frage. Aber diese anderen Sterne, die dann eben länger leben, die haben andere Probleme. Also diese sogenannten roten Zwerge, die haben ja zum Beispiel das Problem, dass ihre Leuchtkraft so mickrig ist, da musst du, um einen Planeten in der sogenannten habitablen Zone zu haben, also da, wo Wasser eben gerade flüssig ist unter normalen atmosphärischen Bedingungen, da müssen diese Planeten so nah an den Stern ran, dass dann blöderweise die Gravitation wieder zugreift und der Planet in seiner Eigendrehung synchronisiert ist. Das heißt, der Planet zeigt dann diesem Stern immer die gleiche Seite. Also man weiß heute, dass die habitablen Zonen von Sternen, die deutlich länger leben sollen als die Sonne, damit das Leben sich auf ihnen ordentlich entwickeln kann, dass diese habitablen Zonen eben innerhalb dieses sogenannten Tidal-Lock-Radius sind, wo also ein Planet in seiner eigenen Rotation komplett synchronisiert. Das ist aber natürlich dann auch blöd, also thermodynamisch, dass die eine Seite immer beleuchtet wird und die andere immer dunkel ist.
Meine Mutter würde sagen, na Gott, es gibt doch die Übergangsphase. Ne? Also, ne, also da nicht zu hell und nicht zu dunkel, irgendwo so dazwischen. Aber thermodynamisch würde man sagen, oh, da wird es aber windig. Ja? Also da, wenn das zwischen hell und dunkel ist oder zwischen kalt und heiß, da wird es aber windig. Also wenn da Lebewesen sind, dann sind in jeder Hinsicht sehr flach. Also wenn wir uns also die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten anschauen und das vergleichen mit möglichen anderen Planeten im Universum, dann kann es sein, dass Lebewesen, die ganz besondere Bedingungen erfüllen sollen, zum Beispiel sie sollen Augen haben oder sollen Ohren haben und sollen tatsächlich auch vielleicht ein Bewusstsein besitzen und so weiter, dass diese komplexen Lebewesen ganz, ganz, ganz besondere Bedingungen erfordern. Sonst funktioniert es gar nicht. Wir sind heute umgeben von einem Planeten, in dem das Leben in einer solchen Vielfalt da ist. Das ist der Hammer. Aber in der Boring Billion, in dieser Milliarde Jahre, wenn wir da hier auf dem Planeten Erde gelandet wären und hätten uns angeguckt, wir hätten halt diese trübe Brühe da gesehen und hätten womöglich gedacht, naja, ich sehe jetzt nichts, was hier so. Da gibt es kein Fisch, keine Pflanze, kein gar nichts. Und auch das verweist ja schon darauf, was Leben offenbar alles noch für Geheimnisse besitzt. Und das ist eben genau die Frage. Wie wird denn aus dieser Boring Billion, dieser langweiligen Milliarde, dann auf einmal das Leben, das wir kennen? Diese unglaubliche Vielfalt, diese verschiedenen Stämme. Wieso sind die Pflanzen an Land gegangen? Denen ging es doch prima im Wasser. Warum sind die auf einmal so riesig geworden, diese Viecher, die da an Land dann gelebt haben und so weiter und so weiter. Also da gibt es noch richtig viel zu erzählen. Und nach dieser Boring Billion ist es ja weitergegangen auf der Erde. Und wie es weitergegangen ist, das erzähle ich euch demnächst. Alles Gute.